Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Manche von Ihnen haben bereits schon am 6. Januar ihre Weihnachtsdekoration auf dem Boden verstaut. Warum das hier in Rechenberg-Bienenmühle anders ist, das erfahren Sie jetzt. Die zahlreichen Gäste ließen bei Glühwein, Weihnachtsmusik und einem bunten Bühnenprogramm die Weihnachtszeit ausklingen. Ja, bei mir ist jetzt der Bürgermeister von Rechenberg-Bienenmühle, Herr Michael Funke. Herr Funke, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie diese alte Tradition wieder aus der Wiege gehoben haben? Also es sind zwei konkrete Punkte gewesen. Der eine, dass den Edeka-Markt Peinelt, der Thomas Peinelt ist aus dem Erzgebirge, aus dem Westerzgebirge zugezogen und hat die Idee quasi mitgebracht. Und er kommt dann zu mir und hat gesagt, Mensch, könnten wir auch sowas machen? Und ich war sofort begeistert, weil ich wollte schon immer noch ein Fest auch im Ortsteil Bienenmühle haben. Wir haben ja einen Weihnachtsmarkt in Klausnitz im Ortsteil Rechenberg und jetzt haben wir auch einen im Ortsteil Bienenmühle. Und was kann man denn heute hier programmmäßig so erwarten? Also man hört ja schon im Hintergrund Weihnachtsmusik auf jeden Fall. Dann werden wir 17 Uhr werden wir mit den Posaunenbläsern beginnen. Dann haben wir die Kindergartengruppen hier mit dem Programm auf der Bühne. Und anschließend werden die Kinder noch einen Kinderfilm zu sehen bekommen. Und natürlich Bratwurst, natürlich Glühwein, natürlich Gulaschkanone, alles was dazugehört. Nun ist das ja dieses Jahr schon das dritte Mal, dass Sie dieses Fest veranstalten. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Organisation? Also ich bin sehr zufrieden. Wir haben dieses Jahr das erste Mal ein Organisationsteam gebildet, weil wir gemerkt haben, die anderen zwei Jahre gab es noch hier und da noch Stellschrauben zu drehen. Aber es war hervorragend. Wir waren heute so entspannt in der Vorbereitung. Also hat alles sehr gut funktioniert. Und die Resonanz von den Gästen? Resonanz ist gut. Natürlich, das Wetter ist heute jetzt nicht ganz so optimal, aber wir haben gesagt, bei schönem Wetter kann das jeder. Und jetzt wird es immer mehr, der Platz füllt sich. Also ich denke, zum Programmbeginn 17 Uhr werden wir hier einen vollen Platz haben. Um so ein Fest auf die Beine zu stellen, braucht es natürlich viele Helfer. Ja, bei mir ist Markus Jahn. Er ist Mitorganisator von Maria Lichtmess hier in Rechenberg-Bienenmühle. Markus, wie waren deine Aufgaben bei der Organisation verteilt? Ja, das fing an, die Buden zu planen, wie die stehen, zum Beispiel, wer in welcher Bude seinen Stand hat, weil das war letztes Jahr mal ein bisschen durcheinander. Das haben wir dann ein bisschen mal organisiert, ein bisschen geordnet, dass auch nicht nur Fressereien nebeneinander sind, sondern ein bisschen Fresserei und Getränke kommt. Dann geht es über Lichterketten organisieren, die Technik organisieren, die Leinwand organisieren. Es sind viele kleine Aufgaben, die erledigt werden müssen. Ansonsten geht es drunter und drüber. Okay, und außerdem bist du ja bei der Freiwilligen Feuerwehr und ihr habt heute besondere Köstlichkeiten mitgebracht. Ja, genau. Beim Weihnachtsmarkt haben wir meistens immer den normalen Glühwein, Kirschglühwein und den Gulasch. Wir dachten uns heute, wir probieren mal was Neues. Wir haben im Angebot Honigwein, das praktisch Met warm gemacht, und den Bauerntopf, der sehr zu empfehlen ist. Das klingt lecker, dann werden wir nachher mal kosten. Wir sind jetzt am Stand, organisiert von der Oberschule Rechenberg-Bienenmühle. Was kann man bei euch hier bekommen? Bei uns bekommt man Kinderpunsch und Kaffee. Und wart ihr das letzte Jahr schon hier dabei? Ja, wir sind jetzt das zweite Mal dabei. Zudem verkauften sie an einem anderen Stand noch selbstgemachten Kuchen. Ja, und jetzt sind wir am Fleischereistand von Jens Fischer. Hallo. Hallo. Was gibt es heute Leckeres hier? Ausgemachte Wildbratwürste, normale Bratwürste und Bratwürste ohne Darm. Heute ist ein kleines Fest, ist ein beschränktes Angebot und sonst haben wir mehr zu bieten. Ja, und ich habe gehört, Sie sind schon länger hier dabei. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre im Ort, also wo ich die Fleischerei betreibe und ja. Und dieses Fest, Maria Lichtmess, da sind Sie auch von Anfang an dabei, richtig? Das ist dieses Jahr das dritte Mal, ich bin von Anfang an dabei, wo ich bei den Festen im Ort eigentlich immer dabei bin. Ja, und heute hier in Rechenberg-Bienenmühle bei dem Maria Lichtmess auch vertreten ist der Stand von Thomas Peinelt, Inhaber des Edeka-Marktes. Ich habe erfahren, dass Sie eigentlich so ein bisschen mit der Impulsgeber für die Veranstaltung waren. Naja, wir waren drei Impulsgeber, ja, der Herr Andreas Mende und unser Bürgermeister. Wir haben gesagt, wir müssen was machen hier im Ort, in Bienenmühle. Ja, Rechenberg gibt es immer einen Weihnachtsmarkt. Und wir müssen hier irgendwas machen und wollten alle Gewerbetreibenden im Endeffekt mal an den Tisch holen und haben gesagt, wir überlegen uns was und dabei ist halt die Lichtmess rausgekommen. Quasi ein höheres Ziel. Ein höheres Ziel, genau, den Ort, den Ortsteil wieder zu beleben und ich glaube, das ist uns jetzt im dritten Jahr sehr, sehr gut gelungen.
Außerdem sind Sie heute ja auch mit einem eigenen Stand vertreten. Was kann man da heute bekommen? Also meine Frau und die Frau Lill, unsere Marktleitung hier im Edeka, die haben wieder einen selbstgemachten Glühwein gezaubert, einen Ingwer-Glühwein und einen roten Glühwein und natürlich alle anderen alkoholfreien und alkoholischen Getränke, um dem Wetter entgegenzuwirken. Das ist ja dann doch heute recht nass von oben geworden, aber wie Sie selber schon gesagt haben, schlechtes Wetter heißt nicht. Schlechte Laune. DJ Neumix war den ganzen Nachmittag und Abend für die musikalische Unterhaltung und den reibungslosen Ablauf von Licht- und Tontechnik zuständig. Auch der Posaunenchor der Kirchgemeinde spielte Weihnachtslieder und sorgte so noch einmal für besinnliche Stimmung. Die Kinder aus dem Kindergarten Sonnenschein begeisterten die Gäste mit Liedern und Gedichten. Nach dem Bühnenprogramm gab es für die Kinder auf der großen Leinwand Filme mit dem kleinen Maulwurf zu sehen. Kurz vor 18.10 Uhr startete der Bürgermeister Michael Funke den Countdown zum Licht aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Licht aus! Und ein Dreifall! Und somit ging auch die Weihnachtszeit in Reschenberg-Bienenmühle zu Ende. Ja, hallo, wie ist die Stimmung hier? Also, heute Abend ist die Stimmung trotz diesem etwas misslichen Wetter natürlich, wie immer hier in Reschenberg, top. Ne, wir freuen uns, dass wirklich so viele Leute hier bei dem schlechten Wetter ihre Stübchen verlassen haben. Aber was wollen wir noch zu Hause in unseren Stübchen? Wir haben unsere Schwibbögen. Oder wir stecken sie gleich ab dann, also bis jetzt brennen sie alle noch. Räuchermännchen haben wir schon teilweise eingepackt, also ist es draußen fast gemütlicher wie in der Stube. Und wie geht es hier weiter veranstaltungsmäßig? Ja, in Reschenberg, wir haben dieses Jahr ganz Großes vor. Wir haben unsere 750-Jahr-Feier vom 4. bis 7. Juni und da wird Reschenberg-Bienenmühle natürlich ganz groß gefeiert im großen Bierzelt mit großer Open-Air-Veranstaltung auf dem Burghof und da ist natürlich diese Stimmung hier im Ort schon der perfekte Einklang auf das neue Jahr. Also das kann nur noch gelingen und man sieht, auch wenn im Sommer vielleicht, ja, Frau Holle nicht leid, aber das Klärchen uns nicht ganz so hold ist, werden die Leute zu uns stehen und wird das eine richtige super Party. Ja, liebe Zuschauer, und das war's für heute auch schon. Der Regen hat ein bisschen zugenommen, aber davon lassen wir uns die gute Laune nicht vermiesen. Machen Sie es gut, haben Sie eine schöne Zeit.